Hallo zusammen. Würdest du uns glauben, wenn wir dir sagen, dass ein gewöhnlicher Müllcontainer auf 65 km pro Stunde beschleunigen kann? Vielleicht ist es besser, es mit eigenen Augen zu sehen. Das gleiche gilt für einen Alligator, der einen Fischer jagt. Wakesurfen ohne Boot und Unterwasserpoker. Du kennst die Regeln. Schau dir das Video einfach bis zum Ende an. Lasst uns loslegen. Dieses Küken ist so klein, dass das Trinken von Wasser für es eher wie eine Dusche ist. Gut, dass der Autor des Videos nach mehreren Versuchen, dem armen Kerl Wasser zu geben, die Idee hatte, ihm Wasser in die Handfläche zu gießen. Obwohl es scheint, dass der Vogel sowieso gerne aus der Flasche trinkt. Wenn dieser Typ mit einer GoPro nicht der beste Kameramann der Geschichte ist, dann wissen wir auch nicht, wer es ist. Wir fragen uns, wie viele Versuche es wohl gebraucht hat, bis der Kerl seine Filmtechnik verfeinert hat. Das Ergebnis würdest du sicher gerne sehen. Hier ist es. Dieser Kerl chillte gerade ruhig mit einer Angel, als plötzlich ein riesiger, 3 Meter langer Alligator aus dem Wasser auftauchte. Der Kerl musste eine Weile an einem Wettstarren teilnehmen. Well, that puts an end to my tarpon fishing. Get back. Und dafür sorgen, dass das Raubtier wegging. Hey, hey Buddy. Ja, es ist schwierig, in so einer Situation ruhig zu bleiben. Andererseits ist nicht klar, was der Kerl erwartet hat. Der Everglades Park, in dem er angelte, ist berühmt für eine große Anzahl von dort lebenden Reptilien. And I am out of here. Sieht so aus, als wäre das Bild des Gärtners aus TV-Serien wie Desperate Housewives längst überholt. Moderne Gärtner schneiden die Büsche nicht mehr mit ihren eigenen Händen. Das ist für die Schwachen. So, einen Lifehack haben sich die Jungs ausgedacht. Du sitzt im Rasenmäher, nippst an einem Getränk und die Klinge darunter macht den Trick. Dieser Typ hat tatsächlich einen Cheatcode für das Leben gefunden. Wer Angst vor Hunden hat, muss jetzt wirklich Angst haben. Keine Sorge, dieser Pitbull will offensichtlich nur spielen, wie sein wedelnder Schwanz vermuten lässt. Auch wenn diese Situation natürlich heftig aussieht. Diese Athleten könnten sehr wohl ins Guinness Buch der Rekorde für den massivsten Fehlstart der Geschichte kommen. Obwohl sie wahrscheinlich alle diesen Tag einfach nur vergessen wollen. Als alle es satt haben, während des Lockdowns auf der Couch zu sitzen, mussten die New Yorker kreativ werden. Tja, wie könnte man nicht auch ein Foto für Instagram schießen? So üben also Synchronschwimmerinnen vor großen Wettkämpfen das Luftanhalten. Das ist natürlich ein Witz. Es ist klar, dass diese Jungs nur nach Las Vegas fahren und lernen, auch unter stressigen Bedingungen zu spielen. Wenn du weißt, wie man beim Sprung in den Pool Purzelbäume schlägt, dann wirst du definitiv zum Highlight der Party. Wenn auch manchmal aus unterschiedlichen Gründen. Nein, im Ernst. Hast du das gesehen? Für viele Menschen kann Yoga helfen, Stress abzubauen. Wie sich herausstellt, hat es bei Katzen aber genau den gegenteiligen Effekt. Ein Lifehack. Du kannst einen lästigen Baumstumpf auf die gleiche Weise aus dem Rasen entfernen wie einen Milchzahn. Du bindest ihn mit einer Kette fest, schaffst einen Winkel mit einem Reifen, gibst Gas und voilà. Er hat ihn sogar direkt in den Kofferraum geladen. Der Moment, in dem du den ganzen Abend versuchst, nicht in einen Streit zu geraten, aber dann verlierst du ihn einfach. Aber im Ernst, dies ist eines der Entwässerungssysteme des Yozgat-Stausees in der Türkei. Dies ist ein Standardwasserdruck hier, nicht eine Folge von irgendeiner Art von Unfall. Glaub niemals die schönen Hubschrauber-Schießszenen aus den Actionfilmen. Im wirklichen Leben sieht es so schräg aus, dass selbst Bruce Willis nicht mehr als gut aussehend gelten würde.
Du wolltest schon lange mal Wakesurfen ausprobieren, aber hast kein Geld, um ein Boot zu mieten? Dieser Typ hat auch eine Lösung. Alles, was du brauchst, ist einen gewöhnlichen Truck. Wichtig ist nur, dass man die Drehgeschwindigkeit des Rades richtig berechnet, sonst ist der Spaß schnell vorbei. Dieses Küken ist so klein, dass das Trinken von Wasser für es eher wie eine Dusche ist. Wie viele Athleten müssen noch Gold im letzten Moment verlieren, damit wir merken, vorzeitig feiern ist keine gute Idee? Diesmal hat der brasilianische Motorradrennfahrer André Verissimo diese bittere Lektion gelernt. Ein paar Sekunden in der Siegerpose kosteten ihn nicht nur den Sieg, sondern auch den zweiten Platz. Wir können uns nicht vorstellen, wie der Trainer ihn danach angeschaut hat. Fallschirmjäger zu beobachten, wie sie sich einer nach dem anderen in großer Höhe in den Himmel stürzen, ist sehr fesselnd. Aber weißt du, was noch spannender zu beobachten ist? Die Landung eines riesigen Militärfahrzeugs. Wusch! Wie würdest du reagieren, wenn du dieses Fahrzeug in einem morgendlichen Stau siehst? Dieser Typ heißt Andy Jenkins und er hat sein Fahrzeug aus einem Müllcontainer, einem Mopedmotor, einem Sitz, einem Getriebe, einem Zündschloss und einer Elektrorollerlenkung zusammengebaut. Und dann stellte er den Guinness-Rekord für die schnellste Fahrt in einem Müllcontainer auf. Seine Höchstgeschwindigkeit lag bei 65 Stundenkilometern. Wir fragen uns, ob es andere Leute gab, die seinen Rekord herausforderten. Du könntest denken, dass dies eine Art lebende Statue aus einer Touristenstadt ist. In Wirklichkeit ist es eine Gruppe von Freunden, die gerade mit einem ATV im Schlamm stecken geblieben sind und sich daraufhin in eine Bande von Zinnsoldaten verwandelt haben, die zum Leben erwacht sind. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht davon träumt, auf einem Besenstiel zu fliegen, nachdem er die Harry Potter Bücher gelesen hat. Nun, dieser Typ hat herausgefunden, wie man das macht. Allerdings kannst du mit so einer eingeschränkten Flugbahn nicht Quidditch spielen. So werden wohl alle Menschen in den Parks aussehen, wenn die soziale Distanzierung endlich vorbei ist. Nur ohne Masken, im Gegensatz zu diesem Typen. Glaubt ihr nicht? Okay, vielleicht träumen wir ja nur. Wenn alle NBA-Spieler auf Stelzen spielen würden, wie dieser Kerl, wären die Spiele wahrscheinlich viel weniger spannend. Du kannst den Ball einfach in den Korb werfen, obwohl Wrestling auf diesen Dingern interessant zu sehen wäre. Wir sind uns sicher, dass die Kollegen diesen Kerl nicht mögen. Mit einem innovativen Werkzeug wie diesem erledigt er seinen Job eindeutig 5-mal schneller als alle anderen. Also zuschauen und lernen. Wenn du ein Star bist, kannst du dir alles erlauben. Selbst wenn man sich bei einem großen Sportereignis über die Schiedsrichter lustig macht, wie der italienische Tennisspieler in diesem Video. Beim Fußball würdest du aber dafür definitiv eine Verwarnung bekommen. Jetzt wirst du die rührendste Geschichte aller Zeiten hören. Einmal verehrten sich mehrere Delfine im Kanal der amerikanischen Stadt St. Petersburg, zwei Mütter und mehrere Kälber. Sie konnten nicht unter der örtlichen Brücke durchschwimmen, um in die Tampa Bay zu gelangen. Eine Gruppe von Freiwilligen beschloss ihnen zu helfen und bildeten eine Menschenkette. Jungs rührten das Wasser um die Delfine näher an die Überquerung heranzubringen und am Ende schaffen sie es schließlich auf die andere Seite. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.